Da warte ich nun auf meinen Drew Buck mit seinem Sand Trooper. Habe ich wunderbar sehr günstig bekommen, wie ich alles andere sehr günstig bekommen habe, bedingt durch die Celebration 2019 in Chicago. Hallo, Grüße. So, es wird Zeit, dass ich dazu mal was sage. Ich bin ein Star Wars A bis Z Möger. Mag ich etwas nicht, sage ich es auch, aber ist so gut wie gar nicht. Es gab nur diese Ewoks, damit kam ich nicht klar, gebe ich offen zu. Die Karawane der Ewoks und so weiter, das war so ein Doppelzeiler da. Ich war immer und werde auch immer einer sein, ein Star Wars Freund. Und wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es. Wie gesagt, das mit den E-Books, das gefiel mir nicht. Warum, weiß ich nicht. War mir irgendwie doch zu puppenhaft. Also die Karawane der E-Books damals mit den kleinen Kindern, mit den kleinen niedlichen Kindern. Das war mir alles ein bisschen zu niedlich. Kann sein, dass man, wenn man über 20 ist, andere... ich habe es heute mit über 60 nicht angesehen. Es steht immer noch zu dort. Ich war, wie gesagt, im Kino. Ich gehe in jeden Kinofilm von... Krieg der Sterne, Star Wars, Clone Wars, ja auch jetzt Disney-mäßig. Ich vermisse zwar diesen Spektakel mit THX und mit 20th Century Fox, dieses Rambum. Es kommt hier halt leise rüber jetzt. Ne? Diesmal war es halt ein Röcheln. Ne? So, sie hat da irgendwie geröchelt, die Rey. Ich vermute, die Rey war in irgendeinem Traum. In irgendeiner Version hat sie sich ihrer Angst gestellt. Man hört ja auch, wie gesprochen wird, das ist ein wahrer Feind. Und der wahre Feind ist immer in sich selber. Wir selber, in uns selber, sind immer der wahre Feind. Wir haben auch unsere eigenen Feindbilder, wie ich schon eben sagte, mit E-Books. Das ist so nicht meine Welt, das ist kein Feindbild, sondern... gebe ich offen zu, alles, ich mag wirklich alles von Star Wars, es macht tierisch viel Spaß, aber diese Geschichte war irgendwie, das hat mich nicht umgeritten. Ne? Wie gesagt, Resistance schaue ich mir an, ich schaue mir auch Old Republic an, ich schaue mir die Spiele an, ich hefte Comics, Bücher, alles, auch in Ursprachen, ist nur etwas härter, das Ganze zu lesen, umzusetzen, sich einzuarbeiten, ja. Auch die Galaxy of Edge jetzt, was demnächst kommt, die haben ganz andere Software, andere Hardware, die sie einem verkaufen wollen, auch als Sweatware, die man da kaufen kann. Alles ist halt so. Disney, bei Disney ist es ja hin und wieder, dass man leider nur da bekommt. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Nur habe ich keine Zeit, jetzt nach Anaheim oder nach Orlando zu fliegen. Nur für ein Wochenende oder für eine Woche. I'm telling you, man, this is it. Everything's gonna be different for you now. You went to sleep last night, nobody knew who you were. You're famous now. People are gonna treat you different. You ready for it? Don't, no, come on. Don't let it get in your head. I'm sorry, I didn't mean to get in your head. It's gonna be great. It's gonna be great. I just want you to be prepared. R2 was a jerk for 30 years because he wasn't ready psychologically. I feel like you're more emotionally unstable than he was, though. I remember Anthony. Are you good? Yeah. I know you just did press. Wish you had someone to hold on to. It's the Star Wars Show Live Celebration 2019 recap. Now, from backstage, here's Andy and Anthony. Hello, and welcome to the Star Wars Show, the only Star Wars show broadcasting from backstage at Star Wars Celebration Chicago. That's right, where you go, we want to know what exclusive backstage happening. That's right, movie magic like lights and ductwork. And a lot of gas always. Remember to like the video. Movie magic, y'all. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. And last week, the internet finally learned the title of the final film of the Skywalker saga as J.J. Abrams and crew took to the stage to unveil Star Wars The Rise of Skywalker. And aside from introducing us to new characters like Dio and Janna, we
also got to see that incredible teaser trailer complete with the surprise cackle of the Emperor to top it all off. Then ILM X-Lab showed off the latest trailer for Vader Immortal, the new VR experience coming to Oculus Quest. Which I cannot wait for, not only because it's VR and I love VR, but because Maya Rudolph is officially part of Star Wars. Ganz andere Melodien. Auch die Kunden sagten, oh, die Melodien hören sich gut an. Aber hätte ich das jetzt aufgezeichnet, um es euch zu zeigen, was hier gerade hier so los war mit den ganz vielen Menschen, die hier waren. Die sind jetzt alle in der Kirche. Das ist so eine freie Kirche. Da kann jeder irgendwie ein Festival starten. Jedenfalls machen die da gerade eins. Ist ja die österliche Zeit hier im April. Jeder macht da seine eigenen Geschichten. Ich mache meine Ruhephase. Ich lehne mich zurück. Ostern 2019 im Nachhall der Celebration werde ich halt Ostern, also von Freitag bis Montag im Star Wars Modus sein. Wie gesagt, ich warte immer noch auf meinem Chewbacca hier mit dem Sand Trooper. Das wurde mir jetzt so oft versprochen, dass er geliefert wird. Aber wir haben erst Mittag bis spät abends liefern die ja. Ich habe denen zwar zigmal erklärt, dass diese Firma nicht 24 Stunden auf hat, sondern eine gewisse Begrenzung. Na, wir sind ja Business-Kunden, deswegen, wenn wir irgendwo sind, auf einer Convention in Amerika oder auf einer Celebration in Amerika, egal wo, auf Anaheim sagte ich ja, ob sich das lohnt, weiß ich nicht, kommt drauf an. Also das werde ich dann im Jahre 2020 überlegen, eine Woche da mal zu investieren, wenn die da im Edge, Galaxy Edge da irgendwie involviert und so weiter. Ich meine, bei dieser Celebration waren sie ja auch kurz da vor der großen Tür, sie durften nicht rein, wurden ja dann rausgeschickt, ja. Ist sehr viel Werbung gemacht worden im Jahre 2019 für Star Wars und ich bin wirklich ein Star Wars Begeisterter von A bis Z, wirklich. Ich mache mir jetzt da keinen Kopf. Ich habe nachgelesen, dass 20 andere Schauspieler sehr, sehr, also Orson Welles wäre sogar dabei gewesen, Michael Jackson wäre sogar dabei gewesen, ja, DiCaprio wäre dabei gewesen und so weiter und so fort. Also 20 Stars, also das hätte schon den Rahmen von Star Wars gesprengt, der jetzt mittlerweile auch gesprengt wird. Sogar die Tochter sollte Rey spielen von Carrie Fisher. Jetzt macht sie halt andere Sachen. Wir müssen uns sowieso überraschen lassen, wer da jetzt alles im Bereich E9 des Aufsteigens von Skywalker, wer damit gemeint ist, die gesamte Familie Skywalker. Schauen wir mal. Also jedenfalls, damals wurde Luke geleitet von Obi-Wan Kenobi. Ja? Und Rey wird jetzt halt geleitet von Luke Skywalker. Ja? Irgendwie in irgendwelchen Sequenzen, komm, die Macht ist mit dir, glaub an dich. Ja, und so, und dann die ganzen Visionen, sein eigenes Ich nochmal zu formieren, mit seinem eigenen Ich nochmal ordentlich umzugehen. So funktioniert das ja mittlerweile mit Star Wars. Ne? So, ich warte weiterhin auf meinen Chewbacca und auf meinen Sand Trooper. Wenn das gekommen ist, werdet ihr den Clip dann sehen. So, wie gesagt, noch einmal, ich mag A bis Z Star Wars, egal was. Außer dieses eine da. Von damals, weit ist es her, weit ist es her, wie die Ewoks-Karawane durch die Lande zog. Und das war mir irgendwie, kam ich nicht klar mit, spricht auch kaum ein Mensch drüber. Ja, ja. Über die Karawane, habt ihr ja schon irgendeinen gehört, der über die Karawane spricht? Hm, seid ihr ehrlich? Also ich nicht, also ich kenne da keinen, der da spricht. In meinen anderen Videoclips habe ich ja davon gesprochen, dass ich auf meinen Drewback mit Sand Trooper warte. Und mittlerweile nennen wir uns ab sofort mit diesem Emblem The Saga is Complete. Ne? Die Saga, The Complete Saga Star Wars, We Are Complete. The. Er ist gekommen, der Drewback mit Sand Trooper. Müssen wir aufpassen, dass ich da nichts kaputt mache.
So, wurde unterbrochen. An sich mache ich ja nur Clips bis zur Unterbrechung, aber hierbei bleibe ich, weil ich darauf jetzt auch gewartet habe. Der ist also nachgeliefert worden zu einem sensationellen Preis. Wie gesagt, der hat auch die Nummer, ist also ein offizieller. Ja. Ist auch so gut, ich habe auch nachgemessen. Ja. Das Tier, den Drewback, den habe ich mir jetzt leider nicht angesehen, der wird aber schätzungsweise auch nach etwas aussehen. Will ich hoffen, auspacken tue ich das ja nicht. Die Figur auch 15 cm groß, hat also auch reichlich Details, auch den großen Stab dabei, alles in Ordnung. Gut, mir ist also aufgefallen, das hier ist top in Ordnung, er ist noch nie geöffnet. Wie gesagt, alles Celebration America 2019. Mir ist halt aufgefallen, dass Kylo zum Beispiel mir deswegen für 25 Euro angeboten, weil halt, weil die Verpackung halt beschädigt war, ist mir nachher auch aufgefallen. Ist mir aber aufgefallen. Hallo?